Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ihr seht noch gar nichts, denn ich muss noch ein Programm ausführen, damit ich meine Büchse hier spiegeln kann. Das mache ich jetzt eben mal und dann sind wir aber gleich im Game. Ich wollte eigentlich am Dienstag, Mittwoch schon was für euch gemacht haben, aber die aktuelle Situation hier lässt mir irgendwie keine Zeit. Es ist irre. Es ist ein bisschen Chaos, es ist irre. So, da sind wir jetzt aber im Game. Und denn ich wollte eigentlich mal auf neue Member zu sprechen kommen. Also nicht, dass wir hier im Clan Free-to-Play natürlich neue Leute suchen, sondern wir suchen auch neue Leute im Clan der Herausforderer. Und aber es gibt hier den einen oder anderen neuen. Und ich weiß nicht, wie ihr das so haltet, wenn neue Leute kommen. Habt ihr die erstmal so im Blick oder sagt ihr eher, ach, die sind eh dabei, und wenn es dann Leute sind, die auch ein cooles Rathaus haben, ihr seht, wir haben den letzten Kalkrieg hier auch gewonnen, die ein cooles Rathaus haben und dann auch noch angreifen können. Wir gucken mal, wie das eigentlich gelungen ist hier. Hase, 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 Hase. Wiederholung auf der Karte ansehen, Wiederholung 2. Oh, ich glaube, wir können gar nicht mehr alles gucken, weil irgendwie was Wartungsmäßiges dabei war. Ne? Aber Frieda ist neu hier und hat sich gut eingegliedert, nett vorgestellt, kurz und knackig. Und dann ist man eigentlich auch schon dabei. Auch wenn jetzt im Clan tagsüber nicht so ultra viel geht. Aber gleich angegeben, ich mache Clankrieg mit und so weiter, und dann ist man natürlich mit dabei. Ich weiß nicht, wie früher war das so mit den Neuen, da musstest du ja erstmal 100 Angriffe machen, musstest hier den Besten des Clans legen und so und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Und irgendwann haben sich da mitgenommen, entweder dann aus Mitleid oder weil du wirklich gut warst. Aber man muss ja gar nicht gut sein. Man muss gar nicht gut sein. Es reicht, wenn man seine Angriffe macht, sage ich mal. Natürlich ist es schick, wenn die auch dreistellig wären, aber ihr habt ja jetzt schon gesehen, das wird immerhin 2 Sterne, und 2 Sterne ist besser als 1 Stern und ist auch immerhin besser als 0 Sterne. Der ist auch mittlerweile kalt, aber schmeckt noch. Aber er schmeckt noch. Jo. Deswegen, ich bin irgendwie zu nichts gekommen, weil ich irgendwie mehr machen muss plötzlich hier zu Hause, was ich so Sachen, die ich vorher nie machen musste, wo ich mich nie drum kümmern musste, muss ich plötzlich tun, und deswegen bin ich auch tatsächlich mal ein bisschen eher in die Betten gegangen. Oh, vielen lieben Dank für das Kampfzeppelin, und dann haben wir gleich auch unsere Truppen voll, denke ich mal, denn wir wollen ein bisschen angreifen. Also der Toto hier ist jetzt erstmalig wieder mit in den Clankriegen mit drin, aber wie gesagt, so neue Leute, und man kann das gar nicht mehr sehen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, dieser Fleck neu, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Gab es ja früher, wenn jemand neu im Clan war, dass das so 3 Tage da drin stand, erstmal 4, ne? Da konnte man dann sehen, der ist neu. Und aber ich weiß gar nicht, ob es diesen Fleck überhaupt noch gibt. Man kann hier ja jetzt als, übrigens als Leader und als Vize-Anführer sehen, wer wann wie da war. Ich habe ein bisschen in meinen Kommentaren auch gelesen, auch da wollte ich eigentlich was zu sagen. Da gibt es immer mal wieder eine Frage zur ID Problem oder aber was soll ich eigentlich an Zauber machen. Ich habe noch keinen angestoßen tatsächlich, aber die Antwort war eigentlich: Nimm einen, den du sehr sehr häufig nutzt. Ist natürlich eine sinnige Antwort, gar keine Frage. Jetzt kriege ich auch die christlichen Truppen, und jetzt hört er mich wieder. So, wir sind ein bisschen stehen geblieben. Ich hatte nämlich gerade, ich habe selber noch ein paar WWchen. Man wird ja nicht jünger. Und tatsächlich hat es mich gerade wieder ein bisschen übereilt. Ich habe so ein bisschen, ja schon länger so ein bisschen Probleme mit meiner Hüfte. Und ich habe im Moment tatsächlich so links, so ganz, ganz fiese Stiche. Immer so, als wenn mir einer so irgendwie so Strom durch die Knochen jagt. Das ist immer nur ganz, ganz kurz. Ist aber fürchterlich schmerzhaft, und vielleicht sollte ich doch mal einen Arzt konsultieren, der sich das Ganze vielleicht doch mal anguckt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja, was macht ihr mit neuen Membern? Habt ihr da Argusaugen drauf oder muss man noch Probeangriffe machen? Müsst ihr eure Angriffs- bzw. eure Verteidigungsbase zeigen, die ja in dem Moment sowieso nichts ist? Weißt du,
kommst in einen Clan rein, die sagen, ja, zeig mal deine Basis. Dann zeigst du einen und dann sagen die gleich, ah, die ist nix. Bei mir ist in jedem Fall was gewesen. Denn ich habe verteidigt heute Morgen. Beziehungsweise heute Morgen ist gut, das ist 14 Minuten her oder 18 Minuten her jetzt. Ich habe noch 2 Stunden bevor der Clan-Kick anfing, nochmal die Base umgestellt. Ich hatte auch eine nicht ganz so gute, aber ihr wisst, ich bin jetzt auch kein Basebauer, sondern ich habe mir natürlich irgendwo ein paar YouTube-Links geschnappt, habe die Base so ein ganz kleines bisschen modifiziert. Also ich sag mal so, modifizieren meine ich eigentlich vielleicht einen Inferno-Turm auf Single gestellt oder die Riesenbomben etwas anders platziert oder auch die Sprungfallen, ja, oder auch die kleinen Bömmchen, sodass man vielleicht nicht ganz so schnell mit Mauerbrechern in deine Base reinkommt und so weiter. Und das meine ich eigentlich damit. Aber hat ganz gut gehalten. Der Kollege hat auch ein bisschen Pech, muss ich sagen. Ich habe mir den Angriff ja angeguckt. Tat mir fast leid. Aber am Ende tat es mir leid. Ich muss aber erstmal eine Armee loswerden. Ich darf heute dippen. Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ich bin ja auch noch so ein Zehner. So halbwegs, sage ich mal. Und deswegen muss ich erstmal diese Armee hier gerade, ihr es auf dem Feld seht, außer den Zeppelin und den Inhalt, eben mal loswerden. Oh, der ist gut. Ja, natürlich auch die Ressourcen alle drin. Beziehungsweise nein, nicht ganz alle, aber ganz, ganz schön viele alle. Und da kommen wir gar nicht so an alles dran, glaube ich. Ah, die gehen erstmal nach da, okay. Wollen da nur den da wegmachen. Okay. Wo gehen wir denn jetzt weiter vor? Das ist auch eine echt gute Frage. Damit die möglichst viel mitnehmen. Gehen wir mal über diese Flanke hier rein. Wir nehmen die Helden mal ruhig mit. Und mal sehen hier mit so ein paar Mauerbrechern. Da können sich sicherlich die ganzen Truppen nicht so hart drauf konzentrieren. Beziehungsweise die Infernos nicht. Und Den lasse ich mal nochmal. Würde ich mal so sagen. Mal sehen, wie die hier reingehen. Noch ein bisschen viel Getummel hier. Aber dass wir wenigstens noch so ein bisschen was kriegen. Okay, Rathaus kriegen wir auch noch. Wir bekommen aber nicht mehr dort die Clanburg und auch den dunklen Pott, denke ich mal. Kann ich wirklich denn. Ah, da sind jetzt noch die. Oh, okay, da sind noch die Skelette auf der Knie. Ist klar. Naja. Immerhin ein bisschen was holen. Ich muss die Armee jetzt kurz mal rausballern hier. Und Clanburg kriegen wir doch noch. Okay, ja, mal sehen, wie viel das am Ende noch geworden ist. Habe ich schon abgebrochen? Ah, nee, ich habe keine Truppe. Okay. Ja, ist ja doch noch ganz gut was geworden. Also können wir noch weiter ausbilden, denn ich habe jetzt Klarkriegstruppen dabei. Ich muss wirklich sagen, die Funktion mit dem Extra-Leben hier finde ich echt sehr, sehr gut. Ich meine, ich kam jetzt gerade vom Farm, war blank gefarmt. Warum kann ich die nicht ausbilden? Keine Schleichkobolde mehr habe. Okay, machen wir weiter. Und habe mich so ein bisschen blank gefarmt und kann die natürlich jetzt wieder ausbilden. Muss aber auch noch 2 Angriffe machen, aber wir haben noch Zeit genug im Clan-Krieg. Und dann würde ich sagen, machen wir das auch mal gegen den Erfan eben. Neue sind im Moment hier, glaube ich, gar nicht mit dabei. Hat da unten schon angegriffen, Schattentänzer. Ja, eigentlich könnte ich den Schattentänzer auch erst angreifen lassen, aber der kann auch den Zehner erstmal machen. Müssen wir mal gucken. Kann auch ein bisschen höher, aber ihr seht, wir haben hier schon ganz nett gedreiert. Ich glaube, so stark ist die Base jetzt nicht. Mal gucken, ob die auch Clan-Druck hat. Ja, 35 Druck in dem Fall drin. Ja, ihr habt ja gesehen, ich bin nicht so der Überblitzer. 2-2-2-1. Oh, da fehlt mir ein Zauber. Ah, fehlt mir ein Zauber. Ich habe eigentlich kein Gift. Warte. Gib mir ein Zauber. Oh, das eigentlich. Ist ja auch direkt fertig. Das ist wieder meine Farmarmee. Und jo, hauen wir rein. Gehen wir rein. Einmal. Eigentlich bin ich jetzt auch neu, ja. Ich bin ja jetzt schon länger nicht mit dabei gewesen, aber so wirklich neu bin ich natürlich nicht. Okay, greifen wir mal an. Oh, habe ich jetzt was vergessen? Ah, ne, ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, ich hätte Belagerungsmaschine vergessen. Wir können alle 3 Luftabwehren, glaube ich, wegblitzen. 1, 2, 3. Hier unten haben wir auch 3. 1, 2, 3.
Und wo haben wir denn noch eine? Da. Drei. Und die letzte holen wir uns so, würde ich sagen. Dann nehmen wir hier King und Queen. So. Können wir hier schon mal so ein bisschen anfangen. Etwas zu tun. Wir setzen hier jetzt auch schon mal einen E-Drachen mit dazu. Oh, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Aber egal. Den müssen wir einmal nach oben stellen. Und wenn die denn da reingehen. Oh nö, geht doch jetzt nicht dahin. Naja, macht nichts. Macht nichts. Schnell bei die Queens hin. Können wir die vier jetzt auch mit dazu schicken. Den Warden hier mit rein. Und jetzt habe ich jetzt zweimal Wut. Okay. Ich habe natürlich, was ich natürlich überhaupt nicht berechnet habe, sind natürlich jetzt die, die Feger. Aber ihr seht ja schon, die Elektrodrachen war eigentlich ein bisschen teuer, der Angriff. Aber nichtsdestotrotz, auch das ist immer eine Frage. Jetzt kann ich dippen. Ihr wisst ja, die Armee hier kostete jetzt über 400.000 Elex. Aber ich glaube, an Ressourcen mangelt es uns hier gar nicht mehr in Clash of Clans. Und deswegen kann man, glaube ich, ruhig sagen, ich gehe lieber auf Nummer sicher, mache sichere 3 Sterne auch im Dip, bevor ich mit irgendeiner Armee, wo ich meine, Mensch, die ist jetzt günstig, ich muss nicht 400.000 Elex ausgeben, um jetzt diese 10er hier zu schaffen. Auch da streiten sich immer so ein bisschen die Geister. Manche machen das. Ich sehe das auch immer wieder so in den Clankriegen. Wenn jemand dippt oder wenn jemand, okay, wenn er sowieso Hit upt, dann kann es schon mal sein, dass die Armee recht günstig ist, weil er halt irgendwo 2 Sterne mit rausholt. Aber so geht das ganz gut. Ich baue auch nochmal nach. Direkt. Ich weiß, die ist ziemlich teuer. 424.000 haben wir schon gehabt. Aber wie gesagt, an Ressourcen mangelt es uns hier nicht. Und deswegen können wir hier ruhig so ein bisschen was ausgeben. Und wo wir schon mal da sind, nehmen wir noch einen Angriff hier mit rein. Das ist der Tät hier. Tät ist auch ein Rathaus 12er und der ist auch ziemlich fertig schon. 40er Warden, 65er Queen und King. Also es geht hier hart Richtung 13, auch beim Clan Free to Play. Frieda, die neu reingekommen ist, hat auch, glaube ich, auch ein Rathaus 12 jetzt, aber noch recht frisch. Aber dennoch, mit der Entwicklung von Clash of Clans, glaube ich, kann man mittlerweile auch 10, 11, 12 recht schnell durchbekommen. Ab 12 wird es natürlich schon ein bisschen schleppender, weil die Bauzeit der Truppen ist dann schon ein bisschen länger. Je nachdem, oder ob man natürlich Bücher nimmt oder ob man dann Hämmer nimmt. Was hat er hier genommen? Auch Luft an, auch Lufttruppen, okay. Also auch sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, Luft ist im Moment sehr, sehr dominant. 10, 11, 12 hatte ich aber, glaube ich, letztes Video schon gesagt. Immer noch erste Wahl. Denn es ist immer noch ein leichtes, sage ich mal, das gelingt mir ja sogar, zu blitzen. Ich bin ja nicht so wirklich so ein Fan von diesen Blitzaktionen, aber so hier und da macht das schon Sinn, mal einen Feger wegzumachen oder was auch immer. Und wenn ihr übrigens ab und zu nach vorne gucken seht, dann ich sehe das Ganze natürlich vorne, habt ihr ja gesehen. Und dementsprechend muss ich nicht unbedingt mal immer mein Kopf auf dem Tablet haben, um das zu sehen, aber natürlich um es ein bisschen größer für euch zu machen. Ihr seht, wie viele Wachen hier eigentlich noch überbleiben. Also wirklich, wirklich schick. Dann werden wir den Clan, denke ich mal, auch gewinnen. Hoffe ich mal. Weiß man noch nicht. Wenn der Gegner jetzt nochmal richtig heftig von oben runter in die Angriffe kommt. Ich muss gleich mal sehen, wie lange wir eigentlich noch haben. Die Start- und Endzeit hier mal wieder gruselig, aber liegt halt manchmal daran, dann ich habe abends, glaube ich, um 10 Uhr auch erst gestartet und die belief auch 1-2 Stunden oder so oder 3, dementsprechend spät ist dann natürlich so ein Start gewesen oder überhaupt so ein Clankrieg-Start, aber es sollte eigentlich für alle Beteiligten hier passen, in 2 Stunden so viel Angriffe hier zu machen. So, tschu. Mal eben was trinken. Und so schafft sicherlich jeder seine beiden Angriffe. Also eigentlich wollte ich was ganz anderes machen als das hier. Aber eigentlich passte mir das auch ganz gut. Dann haben wir mal wieder ein bisschen was live gemacht.
Und mich interessiert aber trotzdem die Frage, so neue Member, was macht man damit? Sind die gleich mit drin, voll integriert, oder sagt man, ja, Probezeit 2 Wochen, ja, und in den 2 Wochen darfst du aber nicht angreifen, Blödsinn natürlich, ne? Hast 2 Wochen Probezeit und in der Probezeit nimmt dich einer mit, aber du sagst, pass mal auf, du hast Probezeit, in der musst du mindestens 400 Sterne machen, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Auf den Donnerstag haben wir ja heute. Morgen Freitag bringen wir auch noch eine Folge raus. Spielen wir mal wieder ein bisschen rum in den Clans und dann sehen wir uns sicherlich mit neuen Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Toto. Clasht.